Fassbinder Tamman Incorporated, später als Fassbinder Tamman Limited Liability Company bekannt, ist ein massives und ich mein massives Unternehmen. Sie sind das Unterhaltungsunternehmen für FNAF Franchise. Ehemals gegründet von sowohl William Afton und Henry Emily in den späten 70er bzw. frühen 80er Jahren, war Fassbinder Tamman praktisch ein Niemand in der Unterhaltungsbranche. Doch wie praktisch aus dem Nichts geschossen wurde dieses Unternehmen nach seinem Rebranding zu dem, was wir heute kennen, eine LLC. Eine Inc. und LLC sind beides amerikanische Unternehmensformen. Die Limited Liability Company, kurz LLC, ist zum Beispiel vergleichbar mit der in Deutschland üblichen GmbH-Form. Incorporated wäre noch mit einer Aktiengesellschaft vergleichbar. Warum ich dies sage, ist wichtig für den nächsten Punkt. Eine LLC schützt ihre Eigentümer vor persönlicher Verantwortung für ihre Schulden oder Verbindlichkeiten. Als LLC sind die Eigentümer von Fassbinder Entertainment frei von jeglichen Rechtsstreitigkeiten, die sie erhalten. Falls ihr euch also jemals gefragt habt, wie Fassbinder Entertainment in der heutigen Zeit mit denen wegkommt, was sie tun, ihre Rechtsform schützt sie quasi. Das betrifft allerdings nur die höheren Köpfe, sprich nur den CEO und möglicherweise auch den Vorstand. Ihr könnt höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass Fassbinder Entertainment und all ihre Urheber- und Markenrechte von einem anderen Unternehmen aufgekauft wurden. Diesem Unternehmen gelang es dann, Fassbinder Entertainment wieder auf die Beine zu bringen und sie zu dem Unternehmen werden zu lassen, das wir heute kennen. Wenn wir von diesem Szenario ausgehen, ist es wirklich schwer zu bestimmen, wer wirklich der CEO ist. Denn es könnte wirklich jeder sein. Die gängigste Theorie bzw. Headcanon, die ich bei anderen Leuten sehe, ist, dass es sich um Sammy Emily handeln könnte, Henry Emilys Sohn aus dem Roman. Dafür gibt es jedoch keine konkreten Beweise, sondern nur reine Spekulationen in der Community. Dies gilt jedoch nur für Fassbear LLC. Zumindest kriegen wir in FNAF 1 und 2 noch Zitate des CEOs von Fassbear Inc. Leider war es dies schon, was man zu dem CEO herausfinden kann. Allerdings ist dies nicht so tragisch, weil wir vom Vorstandsrat Bescheid wissen. Der Unternehmensvorstand vertritt die Interessen der Gesellschafter und führt ein Unternehmen. Der Vorstand von Fassbinder Entertainment besteht aus 9 Personen, aber wir wissen nur von 3 von ihnen, wofür sie jeweils zuständig sind. Angefangen bei Mr. Burroughs, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Kopf des Unternehmens. Er war mit 35 Jahren der jüngste Vorstandsvorsitzende in der Firmengeschichte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nach dem Rebranding des Unternehmens mit an Bord kam und für die meisten, wenn nicht alle Entscheidungen des Unternehmens verantwortlich war. Er starb im vermutlich 4. Eröffnungsjahr von Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, im Baum des Storytellers. Nach ihm haben wir Edwin Murray, der nach einem Übernahmevertrag, der von einem mutmaßlichen Vorstandsmitglied von Fassbear Inc. abgeschlossen wurde, nämlich Grant Starling, in den Vorstand berufen wurde. Er war ehemaliger Ingenieur und Vorstandsbeobachter. Er war letzten Endes auch Direktor der Kreativabteilung Entwicklung. Nun zum letzten Vorstandsmitglied, von dem wir wissen, wofür sie zuständig ist. Margaret Waterman ist die neue Personaldirektorin, welche jemanden ersetzt. Abgesehen davon gibt es 6 weitere Vorstandsmitglieder, von denen wir nur die Namen von 4 kennen. Der erste wäre Mr. Burton, danach kommt Raylon, Peck und Yvette. Ich hätte allerdings eine Vermutung, dass Yvette möglicherweise Direktorin für Bauwesen ist, weil sie direkt am Bau des Storytellers beteiligt war, was wiederum bedeutet, dass sie die oberste Führungskraft von Fassbear Construction ist. Fassbear Entertainment ist für mich wahrscheinlich einer der interessantesten Bestandteile des Franchise. Ich muss hier daher ein sehr großes Lob an Scott Cawthon und allen anderen Autoren der Tales-Bücher dafür danken, dass sie wirklich alles gegeben haben, um das Unternehmen weiter auszubauen und mehr Tiefe hineinzubringen. Falls ihr irgendwelche Vermutungen oder Theorien habt, wer der CEO möglicherweise sein könnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Tag und denkt dran, dass Fassbear Entertainment mich nicht für dieses Video bezahlt hat.